Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu The Invincible. Wir stehen jetzt hier vor unserem Zweig, vor zwei Wegen und müssen uns entscheiden. Gehen wir zur Landezone und hauen von hier ab, von diesem Planeten und befolgen Noviks Befehle, sag ich jetzt mal, und lassen Gorski zurück und all die unerklärten Dinge, die wir gesehen haben, oder gehen wir zur Allianzbasis, um vielleicht noch mehr herauszufinden. Ich persönlich, es interessiert mich schon noch, was hier alles passiert ist auf diesem Planeten und ob wir Gorski vielleicht retten können, die Leiche zumindest. Von daher zur Allianzbasis. I'm sorry, Novik. I'm sorry. I will need the lander, Astrogator. What do you mean? You know very well what I mean, sir. I'm not coming back. Yes, sir. This is sheer madness. You're heading straight to the enemy base. This is the only way I can find out what's going on here. What happened to our people? I have several hours of travel ahead of me. You can still turn back. No. And if you try to convince me otherwise, I'll just turn the radio off. Fine. I'll stop insisting. Please just understand the position you put me in. As a commander, now I have to decide whether to risk detection by the Alliance. I totally understand. Can't you wait a few more hours? I still need your support, sir. Yeah. And I still want to be here to help you. Please don't turn off your radio. I'm not going anywhere. Okay. Er unterstützt uns also trotzdem. Vielen Dank, Novik. Vielen Dank. Einige Zeit später. Yes, sir. Yes? I understand that no matter what I say, it won't change your mind. But please be careful. First, observe them from a distance. And only then take action. I will be cautious. Like always. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination, you want to remain professional. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, run to a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Und ob ich hier Fehler machen kann. I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Was heißt das? Oh shit. Das heißt, wir gehen zu Fuß weiter. Okay, the rover's hidden. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Ich glaube, ich sehe es schon. Okay, das hätte ich jetzt nicht gesehen und den Hinweis. Bisschen gut. Some object is flying over their base. Can you tell me more? Die Feldbasis. It's a field base, multi-module, for about several dozen people, rather well-equipped. Lass mal sehen. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. Huh.
has lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules are an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure. I see someone. Just one? For now, yes. Nee, das ist ein anderer Bot. I think so. And please keep going. We can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Geh zur Basis der Allianz. Wir haben hier was Großes aufgebaut. Ich bin gespannt. Die werden uns sicherlich nicht mit offenen Armen willkommen heißen. Aber ich sehe niemanden wirklich. Für mich sah dieser Umriss wie ein Androbot aus vom. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. Your situation is highly precarious. We cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness... Hang on, sir. What exchange? I'm not a spy. I'm a scientist. I'm afraid that doesn't change anything. You want information about Regis 3. For that reason alone, they might consider you a spy. But what kind of spy exposes themselves to direct questions? A desperate one, Doctor. Okay, wir sollen uns also unauffällig verhalten und wenn wir gefangen werden, nichts unternehmen. Novik wird uns dann wahrscheinlich retten, wenn ich das richtig verstanden habe. Since we have no idea what's going to happen, I want you to know that you were always a fair commander, even if you were quite strict. I guess what I'm trying to say is... Please stop, Doctor. You can tell me when you get back, in person. Understood? Yes, sir. Ziemlich große Maschinen haben die hier errichtet. Aber für was überhaupt? Für das Metallvorkommen? Vielleicht. Ich glaube, ich laufe gerade einen langen Weg. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Interessant. Ein Kraftfeld. Darf ich es trotzdem mal anfassen? Okay, passiert nichts. Muss man auf jeden Fall einen anderen Weg nehmen, nach links. Vielleicht ist da ja was. Das sieht dann echt schon gut aus. Und die Musik dazu. Das
Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt auf dieses Spiel. Das kann ich sagen. Das war der lange Weg. Naja. Sonst. Da ist die Basis. Die Musik hört auf. Und jetzt ist Vorsicht geboten. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. I'm going in. Bevor wir hier reingehen, würde ich zuerst da hinten kurz schauen, wo wir diese Silhouette gesehen haben. Weil ich glaube immer noch, das war ein anderer Wood. Von daher würden wir da nichts verpassen. Ein bisschen weird, dass niemand hier ist. Diese Person oder das Teil ist ja hier reingegangen. Kann ich nicht benutzen. Aber hier ist niemand. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Der komischerweise auch eingefroren ist. Was ja bei unserem anderen Bot schon passiert ist. Ratchet 3. Der Planet kann irgendwie auf eine Art und Weise Sachen manipulieren. Was ist denn das? Gar nicht. Clear. For now. I can't hear anyone either. Hier ist absolut niemand. Das Sterben der Sonne. Richtigstellung des Artikels. An den Herausgeber so und so, der für einen skandalösen Artikel verantwortlich ist, der meinen guten Ruf befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Ich bitte höflichst um eine Richtigstellung des Artikels. Das Sterben der Sonne. Drohungen eines Wissenschaftlers. Auf Seite 9 und Seite 10 aus der 5. Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift Young Astrophysics. Physics, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur grundlegende Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothesen, die ich auf dem letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich Folgendes richtig. Basierend auf meinen, ich erinnere an den Verfasser, Dr. Bowser, nicht Bowser, Forschungen, die während kosmischer Reisen durchgeführt wurden, räume ich ein, dass die Dauer bis zur
vollständigen Verbrennung des Wasserstoffes in Sternen von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses Phänomen für alle Sterne und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die Gesetze der Physik aushebeln, eine Ausnahme hinsichtlich dieses Phänomens bildet. Wie also lautet meine Hypothese richtig? In der Zukunft wird sämtlicher Wasserstoff im Kern der Sonne verglühen. Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt. Der Kern selbst wird schrumpfen. Die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktionen befeuern. Dies wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige hundert Millionen Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne von einem gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern entwickeln wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen. In der Folge werden sich besagte Himmelskörper von dem Stern in sichere Entfernung bewegen, bevor sie endgültig verglüht. Wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen? Ich bekräftige aufgrund meiner Forschungen, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 10 Milliarden Jahre lang als Hauptreihenstern fortbestehen wird, das heißt, sie entstand vor 5 Milliarden Jahren und wird noch weitere 5 Milliarden Jahre strahlen, korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um eine laut dem Redakteur so und so auf labilen Hypothesen beruhenden Drohung, um Blödsinn und um ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaften, das seelische Wohlbefinden der menschlichen Spezies bedroht. Die Vergänglichkeit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaura ihrer plumpen schriftstellerischen Fähigkeiten und Popularität gefangenen Redakteure von Wissenschaftszeitschriften. Hochachtungsvoll Dr. Bowser. Postskriptum: Ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich zum Schutz der Wissenschaft und meiner Person zu rechtlichen Schritten zwingen. Ups. Okay. Interessant. Ich habe bloß die Hälfte verstanden, aber auf jeden Fall wurde er da ein bisschen verarscht. Bei einer Zeitschrift, wenn es um Wissenschaft geht. Hier ist absolut niemand. Ein schwarzes Loch. Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschungen und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Erstens, jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Zweitens, ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Drittens, wir schließen uns der These an, dass die Existenz eines Objekts wie eines schwarzen Lochs eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Viertens, ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Fünftens, die Zerstörung des Sterns oder mit anderen Worten die Dematerialisierung des Sterns wird von einem Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren eines schwarzen Lochs stammt. Umfang der näheren Untersuchungen. Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren wird eine Singularität sein, also ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines jeden schwarzen Loches befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. Gut, ich muss sagen, ich kenne mich jetzt eben mit so astrophysischen Dingen nicht wirklich so gut aus. Deswegen kann ich da nicht wirklich mitreden, was da wirklich gesagt wird. I'm sorry. Aber es hört sich auf jeden Fall interessant an. Moving on. Still quiet. It's eerie.
noch mehr irgendwelche komischen... Empty. Everywhere, just empty. Was ist hier bloß passiert? Warum ist hier niemand? I'm at the central module. In the headquarters. You walked in. Just like that. Yeah. The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge durchsuchen wir dann den Kommandoraum. Alles sehr seltsam, was hier passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.